Mit dem Einrad blind auf einem Drahtseil? Klingt schwierig. Der Grund, warum wir damit Probleme haben, liegt an unserem Kleinhirn. Der macht da nämlich nicht mit. An der Rückseite unseres Gehirns befindet sich ein etwas kleineres Gehirn, das Kleinhirn. Es ist die wörtliche Übersetzung aus dem Lateinischen Cerebellum. Es ist ungefähr faustgroß und blumenkohlartig. Es ist dicht mit Zellen bepackt, macht ungefähr 10% unseres Gehirns aus und enthält rund die Hälfte aller Nervenzellen des zentralen Nervensystems. Wie das große besteht auch das Kleinhirn aus zwei Hemisphären. Versucht euch mal ein Bild eines Gehirns vorzustellen. Wir haben einmal die rechte und einmal die linke Hälfte. Auch das Kleinhirn ist ähnlich aufgebaut, mit dem einzigen Unterschied, dass es durch eine kleine, schmale Verbindung aneinander verknüpft ist. Diese Verbindung zwischen der rechten und linken Hälfte nennen wir Vermis, wörtlich Wurm. Das Cerebellum hat ähnlich wie unser Großhirn auch eine gewundene Hirnrinne. In ihrem Inneren ist diese weiß und auf ihrer Außenfläche ist diese aus grauer Substanz. Das Kleinhirn enthält Zellen, die nur in dieser Hirnregion überhaupt zu finden sind. Diese Zellen nennen wir die Purkinje-Zellen. Das Kleinhirn scheint also ein gesonderter Bereich in unserem Gehirn zu sein. Nicht nur, weil dort einzigartige Zellen auftauchen, sondern weil sie auch der Grund für einige Verhaltensmuster des Menschen sind. Spätestens mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts haben Forscher den Zusammenhang und die Wichtigkeit der Rolle des Kleinhirns mit unseren Bewegungen herausgefunden. Sie ist nämlich direkt dafür verantwortlich, für die Kontrolle unserer Bewegungen und Körperhaltung. Funktionsstörungen des Kleinhirns, egal ob durch Erbkrankheiten, Hirnschäden oder übermäßigem Alkoholkonsum, führen zu Problemen bei der klassischen, wir kennen es alle, humpelnden Gehbewegung, beispielsweise von alkoholisierten Personen. Probleme also in dieser Hirnregion führen zu ungeschicklichen Bewegungen, unkoordinierten Haltungen. Und in den letzten Jahren hat unsere Haltung zum Kleinhirn eine Art kleine Revolution erlebt. So wird heute angenommen, dass das Kleinhirn nicht nur für die Art der Bewegungen und Haltungen verantwortlich ist, sondern auch für unser Gedächtnis, für unsere Erinnerungen, für unsere Stimmung, unsere Sprache und für unsere Aufmerksamkeit verantwortlich ist. Wir wissen also, dass das Kleinhirn mit ihrem vollbepackten Nervenzellenhaufen nicht nur zuständig ist für die Kontrolle der Körperhaltung, unserer Bewegungen und dessen Koordination, sondern dass das eigentlich nur die Spitze des Eisbergs ist. Scheinbar ist weitaus mehr dem Kleinhirn zuzuschreiben, als wir bisher gedacht haben. Unter anderem, kleiner Fun Fact, ist unser Kleinhirn auch dafür zuständig, dass wir uns nicht selber kitzeln können. Neben der Berechnung nämlich der notwendigen Bewegung und der Aktion, der Tätigkeit, die man unternimmt mit dem Kitzeln, also die Vorhersehbarkeit dessen, was wir vorhaben, hat das Kleinhirn auch die Aufgabe, Wahrscheinlichkeiten von sensorischen Konsequenzen zu ermitteln. Das heißt, wir können uns quasi selbst nicht damit überraschen und uns selbst kitzeln. Denn die Aktionen und Bewegungen zum Kitzeln sind mit der Wahrscheinlichkeit der Konsequenzen verbunden. Diese werden also vom Kleinhirn berechnet und der Effekt wird aufgehoben. Das nennen wir das Vorwärtsmodell. Es ist also die Fähigkeit dessen, was von uns aus dem Inneren kommt und welchen Einfluss von außen wir ausgeliefert sind. Wenn jemand nämlich anderes mich versucht zu kitzeln, werde ich kitzlig und fange an vielleicht zu lachen. Wenn ich das aber nicht unterscheiden kann, ob ein Einfluss von außen oder von innen kommt, wenn also mein Kleinhirn nicht gesund funktioniert, betreten wir den Bereich der Schizophrenie.